Leute, die Medaille hat bekanntlich immer zwei Seiten und gerade beim Haare färben ist die andere Seite mit ganz schön vielen Nachteilen behaftet. Spätestens als ihr das Video Vorteile zum Haare färben gesehen habt, wusstet ihr, dass heute dieses Video kommt und ich will nicht lange schnacken, denn es gibt einige Nachteile, die das Haare färben mit sich bringt. Der erste Nachteil, ja, ganz klar ist, dass die Haarstruktur nachhaltig durch das Färben geschädigt wird. Es kommt natürlich darauf an, was du genau machst. Machst du eine Tönung, eine Färbung, eine Blondierung? Da ist auch der Unterschied zwischen der Schädigungsstufe, sage ich jetzt mal. Bei einer Tönung ist es kaum schädlich bis wenig schädlich, bei einer Färbung ist es schädlich und bei einer Blondierung ist es sehr schädlich. Ich persönlich habe jetzt in diesem Fall meine Haare komplett blondiert. Das wäre im Prinzip vom Haarefärben das Schlechteste, was man mit seinen Haaren machen kann. Denn so wird die Haarstruktur nämlich komplett aufgebrochen und die Haarstruktur wirklich sehr stark beschädigt. Wohl wissend, dass eine Blondierung wirklich das Schädlichste für die Haare ist, weil halt dort die Haarstruktur aufgebrochen wird und die Farbpigmente aus den Haaren herausgezogen werden, habe ich das in diesem Fall jetzt gemacht, weil ich halt gerade aktuell so kurzes Haar habe. Hätte ich zum Beispiel lange oder längere Haare, wäre das für mich niemals in Frage gekommen. Der zweite Nachteil sind Kopfhautschädigungen. Aufgrund dessen, dass deine Kopfhaut natürlich auch mit den Produkten in Berührung kommt bei einer Haarfärbung, ist es natürlich klar, dass deine Kopfhaut entweder zum Beispiel gereizt wird oder tatsächlich es sogar zu irreparablen Schäden kommen kann. Ja Leute, ihr habt richtig gehört, es kann sogar sein, dass zum Beispiel eure Kopfhaut reißt oder sogar platzt. Und das ist natürlich gar nicht schön. Ich meine, jeder Mensch reagiert unterschiedlich auf so eine Haarfärbung bzw. eine Blondierung. Bei mir war es jetzt zum Beispiel so bei der Blondierung, dass ich auch sehr stark gemerkt habe, dass meine Kopfhaut zum Beispiel angefangen hat zu kribbeln, zu jucken, es ist heiß geworden. Bedeutet, wenn du grundsätzlich empfindliche oder sensible Haut hast oder auch Probleme mit deiner Kopfhaut hast, dann solltest du auf jeden Fall vom Haarefärben die Finger lassen. Dritter Nachteil vom Haarefärben, es kann zu Haarbruch führen. Sagen wir mal, du bist ein Italiener, hast wirklich pechschwarze Haare und kommst jetzt auf die glorreiche Idee, du möchtest pinke Haare haben, als Beispiel. Dann müssen erstmal die Farbpigmente, die natürlichen Farbpigmente aus deinen Haaren herausgezogen werden durch eine Blondierung und dann werden neue Farbpigmente, in diesem Fall pink, hinzugefügt. Und damit schädigst du dein Haar wirklich teilweise irreparabel und die Wahrscheinlichkeit ist riesig, riesengroß, dass deine Haare einfach abbrechen und dann kannst du einfach deine Haare wie so ein gerupftes Huhn, ja, vom Kopf abziehen bzw. einfach nur abpflücken oder einfach runterkämmen. Also die Haare werden einfach in sich zusammenbrechen. Und das kann tatsächlich sogar dazu führen, dass deine Haare komplett abbrechen und du nur noch eine Chance hast und tatsächlich deine Haare komplett abrasieren musst und am Ende des Tages einen Baskett rocken musst. Vierter Nachteil, ganz klar, die Haare trocknen schneller aus. Ich habe es eben schon mal erwähnt, aufgrund der Färbung werden die Haare halt angegriffen und teilweise auch aufgebrochen und die Haare werden unter Umständen, zum Beispiel in der Blondierung, und bei einer extremen Färbung nicht wieder komplett geschlossen. Und das bedeutet, deine Haare sind sehr empfindlich und trocknen einfach grundsätzlich wesentlich schneller aus als gewöhnlich. Und was damit einhergeht, ist auch der nächste Punkt, und zwar, du bekommst schneller Spliss. Bedeutet, du musst einfach viel zügiger deine Haarspitzen schneiden lassen, denn unter Umständen ist es halt so, dass du halt schnell Spliss bekommst, deine Haare sind gereizt, deine Haare sind aufgeraut, die Haarstruktur ist dementsprechend halt ein bisschen aufgebrochen und nicht komplett wieder geschlossen worden. Von daher kriegst du möglicherweise auch schneller Spliss. Und Leute, ihr könnt euch wahrscheinlich denken, wenn eure Haare dazu neigen auszutrocknen, sehr gereizt sind und sehr porös sind, dann müssen eure Haare natürlich besonders stark gepflegt werden. Heißt, nächster Nachteil ist, ihr braucht mehr Pflege und zwar feuchtigkeitsspendende Pflege. Und Leute, nur ein Arganöl reicht da nicht aus. Ihr solltet definitiv auch, gerade dann, wenn ihr auch längere Haare habt, definitiv eine Haarmaske in eure Haarpflegeroutine integrieren. Und falls du noch auf der Suche bist nach feuchtigkeitsspendenden Haarpflegeprodukten, dann schau auf jeden Fall mal unten in die Infobox rein. Wir haben auch erst kürzlich bei Vince eine neue Haarmaske gelauncht, die wirklich tiefen wirksam ist, sehr proteinreich und deine Haare wirklich ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt. Und Pflege heißt nicht nur feuchtigkeitsspendende Pflegeprodukte, sondern natürlich auch Farbschutz. In meinem Fall ist es jetzt so, dass ich zum Beispiel auch mein Shampoo austausche, damit ich, solange es geht, auch was von meinen blonden Haaren habe. Siebter Nachteil, es sieht fleckig aus. Gerade dann, wenn du zum Beispiel als Laie anfängst, zu Hause deine Haare zu blondieren, dann kann es unter Umständen sein, dass das vielleicht ein bisschen fleckig aussieht und du anschließend aussiehst nach der Färbung wie so ein Stinktier. Es kann nämlich zum Beispiel ein Orangestich kommen, es kann zum Beispiel ein Gelbstich kommen. Von daher empfehle ich dir auf jeden Fall, wenn du deine Haare färbst, definitiv zum Profi zu gehen. Achter Nachteil, es steht dir nicht. Die meisten Leute gehen wahrscheinlich zum Friseur und lassen sich die Haare färben in der Hoffnung, dass es am Ende des Tages besser aussieht. Manche Leute machen das auch ihrer Community zuliebe, um dazu Content zu produzieren. Aber grundsätzlich ist es ja nun mal so, dass man, wenn man seine Haare färbt, es besser aussehen soll. Aber was machst du, wenn es schlechter aussieht?
Es kann ja tatsächlich sein, dass dir die neue Haarfarbe absolut gar nicht steht und die überhaupt nicht gefällt. Und Leute, um eine Sache kommt ihr nicht drum rum, wenn ihr langfristig die Haarfarbe behalten wollt, dann müsst ihr, egal ob blaue Haare, grüne Haare, gelbe Haare oder rote Haare, irgendwann anfangen nachzufärben. Denn irgendwann sieht man den Ansatz, irgendwann sieht man, dass die Haare gefärbt sind. Das möchte man natürlich nicht. Dann muss man wieder zum Friseur latschen und die Haare nachfärben. Und last but not least, Leute, ihr könnt es euch sicherlich vorstellen, wenn ihr mehr Pflege benötigt, wenn ihr zum Beispiel auch noch Farbschutz haben möchtet und auch vielleicht schneller zum Friseur müsst, aufgrund von schneller kommendem Spliss und auch nachfärben müsst, das kostet natürlich alles ein paar Mark. Heißt, das Ganze ist natürlich auch ein bisschen kostenintensiver. Also Leute, wie ihr seht, es gibt wesentlich mehr Nachteile als Vorteile. Und wenn ihr wirklich den Schritt wagt und mal eure Haare färben wollt oder blondieren wollt, dann noch zwei Tipps abschließend. Sucht erstens einen Profi aus, macht das nicht selber zu Hause, denn das kann wirklich nach hinten losgehen und das sogar sehr schnell. Und probiert es aus, wenn ihr noch relativ kurze Haare habt, denn wenn es wirklich zu irreparablen Haarschäden kommt, dann könnt ihr eure Haare einfach abrasieren und dann einfach eure neuen Haare wieder wachsen lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarefärben, falls ihr den Schritt mal wagt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.